Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und herzlich willkommen zum diesjährigen Rapid Learn Vlog, in dem ihr wieder sehen werdet, was ich hier Schönes erlebt habe in der Woche. Es ist gerade Montag um 9:30 Uhr ungefähr. Ihr seht, ich stehe gerade vom Rapid Learn Haus. Ich warte gerade darauf, dass die Janette von Game Changer kommt. Die Rapid Learn bekommt ja 25 neue Stühle von Game Changer. Deswegen bin ich schon einen Tag eher hier, dass ich da auch dabei bin und die Janette auch mal kennenlernen. Und werde dann noch meinen Rechner, den ich hier bekommen habe für die LAN von Hightech, der ja dann auch noch verlost wurde, werde ich einrichten. Ja, deswegen bin ich schon hier. Die anderen Leute sind noch nicht da. Ich bin jetzt mit Bill und William hier gerade alleine. Wir warten darauf, dass die Stühle kommen. Kann ich euch gleich mal das Rapid LAN Haus clean zeigen. Sonst hatte ich ja immer nur Shots, wo schon alles aufgebaut war. Aber dass ihr vielleicht auch mal seht, wie das LAN Haus clean aussieht. Und ja, in dem Video werdet ihr wieder schön sehen, was wir in der Woche hier gemacht haben. Ihr konntet in der Zwischenzeit und könnt ja auch noch immer Stream Heroes Karten sammeln, um bei den ganzen Preisen abzustauben. Wird eine extrem geile Woche. Wir haben sehr coole Aktionen geplant. Wir werden am Donnerstag einen Dönerstag machen, wo wir selbst Döner machen. Samstag ist unser Abschluss Grillstream und dazwischen haben wir auch einige Special Aktionen. Und ihr werdet in diesem Video, vielleicht wird es ja sogar ein Zwei- oder Dreiteiler, sehen, was wir hier in der Woche gemacht haben. Ich führe euch mal durchs Haus. Ich denke, inzwischen wissen viele von euch, was die Rapid LAN so grob ist durch die Vlogs der letzten beiden Jahre, aber für die, die es noch gar nicht kennen. Die Rapid LAN ist das größte LAN-Haus Deutschlands mit bis zu 25 Leuten Platz, was einer meiner längsten Twitch-Zuschauer, der Rapid, aka William, zusammen mit seinem Papa Bill aufgemacht hat. Und hier sind wir im wunderschönen Eingangsbereich und ihr seht hier einige Poster oder Plakate in Rahmen mit Autogrammen drauf. Und zwar sind das alle Teilnehmer, die über die letzten zwei Jahre hinweg das Rapid LAN Haus gemietet haben. Die Clans oder die Teilnehmer, die über drei Jahre dort waren, haben einen goldenen Rahmen bekommen. Den habe ich jetzt auch. Das ist mein drittes Jahr Rapid LAN. Und hier kommt man dann in den Zockerraum. Hier sieht das noch alles sehr schön clean aus. Nach sieben Tagen sieht das natürlich anders aus. Mit den Tischen, wie gesagt, bis zu 25 Teilnehmer haben hier Platz. Es gibt, glaube ich, 7 Schlafzimmer overall an die 700 Quadratmeter Platz. Und da hinten in der Ecke, da saßen dann Kevin, Felix und ich. Das ist so die ruhigste Ecke, wo wir dann als Streamer, ich sag mal, so ein bisschen unseren Rückzugsort hatten, wo wir keine Angst haben mussten, dass irgendwer besoffen hinter uns durchs Bild rennt. Hier waren wir natürlich die meiste Zeit über, aber es gibt noch einige Nebenräume, wo man auch coole Sachen machen kann. Neu dazugekommen ist zum Beispiel der Air-Hockey-Tisch. Dann habt ihr noch gesehen vom letzten Jahr vielleicht, der Billardtisch ist auch hier im Raum nebenan. Und ganz neu dazugekommen ist noch ein Flipper-Automat, auf dem man Flipper spielen konnte. Und auch super cool eine Pac-Man-Machine, auf der man mit 4 Leuten gegeneinander quasi Multiplayer Pac-Man spielen kann. Das Ganze spielt sich auf 700 Quadratmeter ab. Es gibt insgesamt 8 Schlafräume mit Betten. Wir haben einen kleinen Garten hinten, wo es einen Grill gibt, also wirklich ein riesiges Haus für uns alle. Es gibt eine voll ausgestattete Küche, das habe ich euch ja alles in den letzten Jahren schon in den Vlogs gesehen. Schaut euch die auch nochmal gerne an, wenn ihr da ein bisschen mitbekommen wollt, was in den letzten Jahren so passiert ist. Dann hatte ich noch zusammen mit Bill und William gefrühstückt und dann kam auch schon relativ zeitig die Janette von meinem Partner Game Changer. Denn die Rapid LAN ist jetzt auch offizieller Partner von Game Changer und die haben 25 richtig, richtig geile Stühle bekommen. Es hört nicht auf, die Stühle kommen und kommen. William, wohin mit den ganzen Stühlen? So, die ganzen Stühle sind da auf der LAN, wie ihr seht. 25 neue Game Changer Stühle. Kannst du mal hier so zeigen, was hier alles so ist. In verschiedenen Größen. Also das sind dann die M und L, ne? Ja, genau. Das ML. Ja. Und das sind dann die großen für die großen Leute, also für so Uplays, mich und Max. Das ist genau derselbe Stuhl, wie ich hier habe. Den habe ich dann in Duisburg nochmal. Das ist also mein Stuhl. Ich wollte euch einmal zeigen, was sie jetzt neu alle haben. Das ist nämlich auch bei den XL Chairs, die tiefenverstellbare Sitzfläche, je nachdem wie groß du bist. Du kannst ihn ja extrem anpassen, den Stuhl. Du kannst die Rückenlehne hoch und runter schieben, je nachdem wie groß du bist. Ich habe bei meinem hier hinten noch die Lordosenstütze, wo man hier die Wölbung nochmal anpassen kann. Und was Neues, das hatten vorher nur die kleineren Stühle. Je nachdem wie groß du bist und wie lang deine Beine sind, das hatte die Janette uns gerade von Game Changer auch nochmal erklärt, wenn du richtig sitzt, sollst du so 3-4 Finger zwischen Kniekehle und Stuhl haben. Und wenn du jetzt halt wirklich richtig groß bist, kannst du jetzt hier auch noch hergehen. Und warte, du meinst das mit meiner Hand? Kannst du die Sitzfläche auch nochmal vor und zurückschieben. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man drauf sitzt, aber nur, dass ihr das seht. Dann hat man da auch nochmal einen Spalt. Sieht man das so? Ja, das sieht man so. Ja. Ja, das sieht man auf jeden Fall, ja. Kannst du das vor und zurückstellen? Hast hier die neuen Knaufe für Rückenlehne feststellen, Stuhl hoch runter, die Armlehne hatte ich ja schon mal gezeigt. Und natürlich hier das Geilste, das haben die jetzt alle, die gepolsterte Armlehne. Alles Kunstleder, hier mit meinem Logo. Und die Rapid LAN Stühle halt mit dem Rapid LAN Logo. Ja, 25 Stühle plus mein. Sehr geil, ich bin sehr gespannt, was die Leute sagen, die dann morgen kommen. Vielen Dank an Game Changer, auch von uns.
Also wirklich krass, was sie aufgebaut haben. Wenn ihr die Zeit, die da reinging. Wenn ihr die mal abchecken wollt, bucht euch die Rapid Lan. Ich glaube, in anderthalb Jahren darf man wieder das. Ja, das ist ein bisschen ausgebucht. Ja. Aber mega geil, die sehen gut aus, wie sie hier stehen. Auf jeden Fall. Ja, und auch nochmal, auch von mir, riesen Danke an Game Changer, dass sie das hier möglich gemacht haben. Wenn ihr die abchecken wollt, ihr habt noch bis zum 10.10. 10% Rabatt auf die Stühle. Ansonsten sind das über meinen Partner Link 5% mit dem Code TRILUX10. Also wenn ihr wirklich den besten Stuhl haben wolltet, den ihr jemals hattet, alles made in Germany, alle Materialien made in Germany, sogar das Kunstleder und hier, alles Handarbeit made in Germany, dann checkt die sehr gerne ab. Link in der Videobeschreibung und vielleicht wird im Laufe der Laden werden auch nochmal ein paar Eindrücke eingefangen von den Leuten, die hier auf den Stühlen sitzen. So, der LAN-Fotoshoot ist soweit durch. Ich habe gerade den Rechner ausgepackt, den Hightech mir für die LAN zur Verfügung stellt. Den Rechner, den könnt ihr dann ja auch gewinnen. Packt den aus, denkt mir erstmal so, geil. Aber was ist das? Liebe Grüße von Dalucard habe ich einfach bekommen. Ja, Grüße zurück, Dalu. Also den Rechner, das ist die Maschine, die ihr gewinnen könnt auch im Stream Heroes Giveaway. Ist drin AMD 5950X, 3070 Ti. 1TB Samsung M2 SSD, 2TB SSD, 3TB HDD und dieser wunderschöne Tower, den werdet ihr gleich auch nochmal sehen, wenn der an ist. Da auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße an Hightech. Checkt die ab. Gibt es jetzt auch nochmal einen extra Rabattcode. Es gibt 5% statt 3% Rabatt über meinen Link und meinen Code. Richtig geile Aktion. 3000 Euro der Rechner, mit dem stream und spiele ich jetzt von der LAN und der wird im Anschluss auf der Rückseite. Die Rückseite wurde hier foliert, unter der Folie ist auch nochmal eine Folie. Da werden alle Rapid LAN Teilnehmer unterschreiben und der wird dann an euch verlost. Einer von euch bekommt dann den Rechner, der geht zwischenzeitlich nochmal nach Österreich, dann macht Hightech den nochmal komplett neu, beziehungsweise löscht alle Dateien runter und setzt ihn nochmal komplett neu auf und den wird dann einer von euch bekommen. Und auch nochmal der Reminder, ihr könnt noch bis zum 10.10. die Stream Heroes Rapid LAN Karten für Zuschauerminuten auf Stream Heroes redeemen. Und für jede Karte, die ihr virtuell kostenlos sammelt, bekommt ihr ein Ticket für die Tombola, wo die ganzen Preise drin sind. Unter anderem hier auch der 3000 Euro Hightech-Rechner. Also ihr habt noch ein paar Tage Zeit. Wenn ihr noch nicht angefangen habt und das jetzt erst mit dem Vlog hier erfahren habt, könnt ihr das noch machen. Und gewinnt vielleicht mit ein bisschen Glück diesen wunderschönen 3000 Euro teuren Hightech-Gaming-PC. So, Setup steht. Wieder ein bisschen mehr geworden als geplant. Da wird noch gearbeitet. Stühle stehen. Ein, zwei, drei Monitore sind dabei. Und sonst wirklich vom Setup her nicht viel schlechter als das, was ich sonst zu Hause habe. Hier habe ich extra das Procaster, damit man nicht so viel Umgebungsgeräusche hört. Zwei der Softboxen, ein 240 Hertz Monitor, meine beiden 61 Hertz. Schweinchenpad ist natürlich auch dabei. Und diesmal sogar mit meiner dicken Kamera von zu Hause. So, da seht ihr den Rechner auch nochmal. In der ganzen Pracht. Habe ich diesmal vorgestellt, weil auf dem Tisch kein Platz mehr war. Das ist das Ding, was ihr gewinnen könnt. Knapp 3000 Euro wert, im Grunde nicht schlechter als der Rechner, den ich zu Hause habe. Mit dem schönen Infinity Case. Beleuchtung kann man komplett anpassen, wie man will. Ich habe es jetzt rot gemacht und das ist ein Sticker, den kann man natürlich abmachen, aber ich fand das so witzig. Das hat Dalu mit Hightech abgesprochen, dass ich hier als kleine Überraschung auf dem Case liebe Grüße von Dalu gerade drauf habe. Kann man hier unten abziehen, dann ist der auch weg. Aber fand ich witzig, deswegen habe ich es jetzt mal für die LAN dran gelassen. Und ist für den Gewinner ja auch nochmal extra Schutz. Einige der Teilnehmer mussten ja auch aus dem tiefsten Osten, aus dem tiefsten Bayern anreisen. Deswegen hatten die sich schon Montagnacht noch ein Hostelzimmer gegönnt, damit die am nächsten Morgen früh aufbauen können. Mit den ganzen Jungs und Mädels war ich dann essen. Unter anderem da hinten auch Hannes, der lauteste Mensch, den ich jemals miterlebt habe. Und dann waren wir aber an dem Abend auch relativ früh pennen. Und am Dienstag ging dann offiziell die Rapid LAN los. Das war übrigens sehr lecker hier. Es füllt sich langsam. Wir haben gerade die Schule inspiziert. Max hat abgesegnet. Extrem geil. Du musst die Rückenlehne noch hochmachen. Tobi, Tobi, willst du mal bei Max die Rückenlehne hochziehen? Einfach hochheben. Genau. So, du musst auf dem letzten Punkt einrasten lassen. Ja. Jetzt ist es zu hoch, aber das ist. Ja. Ja, nee. Ich stell's ein. Also, falls ich es gestern nicht gesagt habe, die Schüler, die so farblich sind, falls immer hier sein sollte, das sind die M&L-Chairs für Leute bis 1,85 oder 1,90. Und die, wo Max gerade drauf sieht, die sind komplett blau. Max ist ja 2,2 Meter, oder? Ne, genau 2 Meter. Genau 2 Meter. Da gibt es 5 Stück für, für die ganz großen Leute. Das ist auch einer, oder? Ich sehe es hier gerade im Licht nicht. Der ist voll blau. Die sind belastbar bis 200 Kilo.
sind auch echt mega breit. Also ich hatte die Schuhe ja schon, als ich noch 170 gewogen habe. Da waren die schon extrem geil. Und Pippi hatte mich genau deswegen auch gefragt, welchen Schuh er sich holen soll. Und der hat jetzt auch einen und ist damit auch super zufrieden. Aber die sind echt geil. Also da bin ich echt super happy, dass wir das organisieren konnten und dass sie jetzt hier stehen. Und die alle bis jetzt so happy sind mit dem Spielen, das ist schon ganz geil. Wir haben gerade die Kartensignatur-Session so ein bisschen vorbereitet. Und das sind mal eben ein paar Karten unterschreiben. 30.000 Stück, 60 Kilo Karten. Eieiei. Das hier vorne werden die Karten für uns. Und hier drüben haben wir auch schon fertig gemacht für die Kochstreams, dass hier keiner rüberfliegt, weil in der Küche haben wir kein LAN-Kabel. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Den gehen wir von hier rüber. Alles schön ordentlich gemacht, damit hoffentlich keiner rüberfliegt. Und dann haben wir hier in der Küche den Laptop, dass wir hier Kochstreams machen können, mit LAN-Anschluss direkt. Das ist der Dönergrill, wenn ich den noch nicht gezeigt habe. Ich weiß gar nicht, den werden wir heute wahrscheinlich auch noch im Laufe des Tages aufbauen. Für den Dönerstag, wo wir den Döner machen. Und hier das ganze Zubehör dafür. Fleischklopfer, Dönertaschen, die große Machete zum Runterschneiden. Falls das nicht klappt, habe ich sogar noch so ein elektrisches Ding geholt. Also das Ganze wird ernst genommen hier. Hier wird getryhardet beim Kochen. Heute werden wir dann noch einen Kochstream machen. Und zwar Chili con Carne gibt es heute. Da sind Jonas und seine Freundin und Uplay, glaube ich, gerade einkaufen. Chili con Carne für 20 Leute. Also wird auch nochmal eine große Aktion. Deswegen ist gerade noch hier Planung, Aufbau für den Kochstream und alles, dass das alles läuft. Dann gibt es heute noch eine sehr große Überraschung. Werdet ihr auch in den nächsten Clips sehen. Heute wird jemand überrascht auf der LAN, der noch nicht davon weiß. Alle anderen wissen Bescheid. Da werden, glaube ich, ein paar Tränen fließen. Seht ihr dann gleich. Ich will es jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, das wird eine sehr geile Aktion. Ja, Leute trudeln jetzt so langsam ein. Wir haben jetzt ungefähr 11 Uhr. Ich werde es noch ein, zwei Stunden aufbauen und dann geht, denke ich, auch bei mir der Stream live. LAN fühlt sich immer mehr. Es fehlen noch Felix, Kevin und so. Liebe Grüße auch an den Enker. Zuschauer, der schon ewig dabei ist, der hat jedem von uns für die LAN extra noch einen Schweine-Aim 3D gedruckten Dosen- oder Glasuntersetzer gemacht. Hat jeder jetzt einen auf dem Tisch liegen. Und Gwen ist gerade dabei, die Mappen zu verteilen. Die haben wir jetzt sortiert. Jetzt kriegt jeder seine eigene Sammelmappe von dem Stream Hero Set. Das dauert kurz, bis das connected. Das Kabel von Luke genommen. Das sind die Lecken. Ja. Mit den Karten. Die können wir dann ja auch noch jeder einmal unterschreiben. Da hat jeder die auch unterschrieben. Die gehen gerade raus. Und da sind Stand jetzt. Es ist Dienstag. Die LAN hat nicht mehr offiziell angefangen. Schon 500 von den Sets verkauft worden. Also, ihr wart da völlig irre. Vielen Dank nochmal an alle. Ich denke, mittlerweile sind die 1000 längst weg. Die haben wir dann unlimitiert weitergehen lassen. Aber ihr habt den Stapel gerade im Konferenzraum gesehen. Wir unterzeichnen schon 60 Kilo Karten, also wenn wir noch irgendwas von LAN erleben wollen und auch zocken wollen, dann muss man das irgendwie limitiert machen, weil ansonsten sitzt man hier auf der LAN und macht nichts anderes. Aber dass da so ein Andrang nach ist. Zu den Karten hatten wir alle nicht gedacht, also völlig irre. Wir hatten damit gerechnet, dass 500 oder 600 weggehen könnten, wenn ich daher noch das Video drüber mache. Jetzt ist die LAN nicht mal gestartet und sind schon 550 weg, also völlig irre. Vielen, vielen Dank an jeden, der das in irgendeiner Form unterstützt hat. Ihr habt jetzt schon damit dafür gesorgt, dass die Kosten, die reinen LAN-Kosten für die Teilnehmer jetzt übernommen sind. Und ich glaube, der junge Mann hinter mir. Jupp. Super, vielen Dank. Bestellt weiter rein. Ich kann euch mal zeigen, was Jupp damit macht. Jupp investiert. Ich investiere weise. Ist gut investiertes Geld. Also da wird, wir werden uns den Spaß damit machen. Also vielen, vielen Dank nochmal an alle, die das in irgendeiner Form unterstützt haben. Und ich hoffe, dass die Streamtage nice für euch waren. Geht. Kevin und Felix sind gerade auch angekommen. Kevin hat dasselbe Problem, was ich hatte. Und zwar passen die Elgato Keylights nicht unter den Tisch, weil die hier noch so eine Metallstrebe drunter haben. Das löst Bild kurzerhand mehr. Der löst das mal kurzerhand und sägt den Scheiß einfach aus. So, ich sitze hier gerade am Setup. Felix und Kevin sind inzwischen auch da. Und Kevin hat auch die Keylights installiert und ich möchte einmal sehr große Kritik üben. Ich habe gestern eine halbe Stunde gebraucht, die Dinger anzuschließen. Ja? Kevin schließt seine an. Ich bin hier in der App und habe plötzlich drei drin. Ich kann aber nur alle zeitgleich steuern. Ich möchte damit meine beiden steuern. Aber Achtung. Ich kann die beiden rechts von Kevin steuern und mein rechtes und das Ding ist einfach tot. Warum haben die Dinger nicht einfach hinten ein Rädchen dran, Elgato? Ich kann nur dein rechtes...
Und Kevin kann meinen einen steuern. Und ich kann die nicht separat anwählen, ich kann die alle nur gleich steuern. Die sind geil, aber warum haben die denn kein Rädchen dran, Elgato? So, der Stream ist live am Dienstag, gerade gestartet. Wir sind wahrscheinlich viel, weil ich so in die Berichte reinfilme, aber wir gehen gerade ins erste Matchspiel rein. Für diesen Kevin am Start. Milan ist damit offiziell gestartet. Komm auf. Und nach den ganzen Wochen Vorbereitung und einem gefühlt ganzen Tag Aufbau für die ganzen Specials ging es dann endlich in die ersten Games. Hat drei Leute sind B. Mailand. Zwei Low, einer von Yup Low, einer von mir Low. Oh ja. Ja, oh mein Gott, ja. Lang, oder? Nee. Nee. Oh, ja, ich bin oh, weg! Oh mein Gott, Rips. Lass doch mal gewinnen. Der war clean. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin erstmal kurz. Kommt, Ruhe, bitte, wirklich Ruhe. Panel 2, Leute. 500 in Q-Play von mir. Nein! Ich glaube, da ist was draus. Ich schreie immer. Mann, das war so geil. Ich erschrecke mich immer, wenn einer schreit. Oh. Mann, bitte raus. Mann, dann schreit er, Mann. Oh! Ich hab gar nicht hingeguckt! Nee! Oh mein Gott, halt. Ah! Ah! Für die Fans! Aha. Na, was denn? Was ist denn? Ball ist tot. Noch einer? Nee, doch nicht. Action! Der war frech. Diese gemischen B jetzt. Hast du einen? Ja. Wie Kevin Bregerius oder so? Du hast bestimmt Peter oder so. Peter Horst oder Hans, sowas typisch Deutsches. Ja? Ein Troll, die wollten Kevin Lee nennen. Ich dachte, jetzt kommt Leroy! Ey, Kevin! Nee, alles gut. Was? Was? Ah, in dem Kescher. Boah, die sind alle krass, aber. Aber. Ich mach gegen, krass. Hannes, Nosekopf für dich. Ah! Was? Ah! Wo war der? Einer Mitte und rechts. Du links, Felix. Es wird Zeit für das erste Triltorel auf der LAN. Wir platzieren uns mittig auf diesen Punkt. Werfen eine Rechtsklick-Flash durch die Smoke und hoffen auf das Allerbeste. Oh ja, super. Das macht ja richtig viel Spaß. Einer A am Zaun, B am Zaun. Ich hab aber der hat wirklich einen 20.000 Euro im Metall entschieden zu werden. Ja, Tom Barbier hat auch gerade geschrieben. Der hat einen echten, also der hat keinen Gegenwart-Account. Was? Der drückt einen Triple, das habe ich noch nie gesehen in Go. Das habe ich wirklich noch nie gesehen in Go. Ich glaube, der ist sogar clean, der Don. Ich glaube, der ist clean. Am Dienstag gab es da noch eine dicke Überraschung für einen der LAN-Teilnehmer. Und zwar waren wir dieses Jahr ja schon drei Twitch-Partner auf der Rapid LAN. Und zwar Felix, Kevin und ich. Und Franzi, Smash Lunatic, hatte in letzter Zeit auch extrem viele Zuschauer gewonnen und die sollte auf der LAN überrascht werden. Ursprünglich war das die Idee vom Twitch-Mitarbeiter Tom, der ja auch sehr oft bei mir im Twitch-Chat ist. Der hatte geplant, dass ich Franzi mal im Livestream raide und wir sie quasi online überraschen. Aber dann hatten wir gesagt, ey, wir sind doch auf der Rapid LAN, wollen wir da nicht irgendwie was machen? Hatte dann auch noch mit Marc, Tobi und so geschrieben, habe gesagt, ey, lass uns doch irgendwie einen Kuchen organisieren. Und da schreiben wir fett drauf, Franzi oder Smash Lunatic Twitch-Partner. Und wir machen da so eine Story drum. Ich tue dann so, als würde ich auf der LAN einmal das LAN-Haus zeigen, quatsch mal ein paar Leute an, verwickel Franzi in ein Gespräch und dann sollen die Jungs mit dem Kuchen, den wir organisiert haben, Marc hat sich darum gekümmert, hinter ihr stehen und dann wollte ich eigentlich so sagen, ey, dreh dich doch mal um, Franzi, was ist denn das? Und das sollte die Überraschung sein. Ich zeige euch jetzt die Szene. Ich musste ein wenig improvisieren, weil das Problem war, dass der Kuchen bei Bill im Auto eingeschlossen war. Und Bill war in dem Moment, wo ich das schon angefangen hatte, nicht aufzufinden. Und der Kuchen war einfach nicht da. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut retten können. Ich glaube, die Überraschung ist trotzdem gelungen. Ich zeige euch mal die Szene, wie Franzi erfahren hat, dass sie ab sofort Twitch-Partner ist. Ja. Wie viele gucken zu? Bitte was? Wie viele gucken zu schon? 300. 300, das war auch ganz schön viel. Auch ganz schön gewachsen, ne? Stark. Oh Mann, ey, Rüder! 1300 Subs gerade. 1300 Subs? Ja. Bist du noch nicht Partner, oder was? Nee. Nee, das dauert, glaube ich, noch. Wir haben uns im Chat, wer bitte? Na, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Aber?
Was? Warte. Max! Scheiß Timing, ne? Hast du nicht Geburtstag? Ich hab nicht. Ach, du hast noch gar nicht Geburtstag, oder was? Februar, ja. Hä, was hat Marco denn da erzählt? Das Timing ist scheiße, ne? Da wurde ich getrollt, oder was? Nein, oh Gott, gestern war jemand bei mir im Chat und ja? Ich hab gesagt, wieso, ich hab noch gar nicht Geburtstag. Oder irgendwie. Ach so, ja, dann wurde ich getrollt. Ja, also wirklich. Ja, dann war der Geburtstagswunsch nicht richtig, aber das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch! Vicky, kleines Stück für dich. Marc, du Idiot. Ich bin mit meinem Ellenbogen in deinen scheiß Kuchen reingegangen. Ja, was kann ich denn dafür? Leck das ab. Ich wurde trotz der letzten Woche KBMAF ist dann noch dazu genötigt, hier auch ein Stück Kuchen zu probieren. Und Kevin hat sich dann erbarmt und hat mit mir geteilt. Und ich zeige einfach mal den Clip. Ich habe da keine weiteren Worte für. Das ist ja süß. Hab da einen kleinen Zuckerschock bekommen, seit Mai das erste Mal richtig was mit Zucker gegessen, aber Kuchen war wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, die Überraschung ist gelungen, war eine geile Aktion und danach haben wir noch ein bisschen weiter gezockt. Hörlux, hear the game. Wer ist dieser blaue Idiot? Wer ist es? Jupp, sag, siehst du nicht? Siehst du als dreimal? Was? Ich habe die Bombe nicht weggelegt. Ja, aber die lag doch gerade vor dir und du machst ja nochmal eine Schlaufe. Nein! Komm, oh Jupp! Alles gut. Wie geht das durch? Auch nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer, die sich immer, wenn ich irgendwo hinrennen musste, in der Küche irgendwie was filmen, in der Küche was machen, Setup von links nach rechts tragen für die mobilen Streams, die sich immer hingesetzt haben und meinen Stream übernommen haben. Die ganzen Twitch-Clips, die habe ich jetzt erst gesehen, als ich die Clips durchgegangen bin. Es sind auch ein paar witzige Sachen entstanden. Ich haue euch hier mal ein paar davon rein. Kein Sex oder kein Gaming. Eins von beiden habe ich so schon nicht. Also, ihr müsst selber rausfinden, was. Busenwunder89, danke für die 8 Monate. Der Name ist sehr clean. Nicht getrunken. Einfach mal mit der Nase aufmachen auch. Vielleicht wären das schon 3 Knives gewesen, ja. Naja. Da hole ich mir eine blutige Nase heute, würde ich sagen. 008, wieder Minimal Wear. Die Dame hinter mir ist meine Mutter und Moderatorin in diesem Chat. Genannt wird sie Miss Gwen und nur deswegen bin ich Moderator, weil ich das halt geerbt habe von ihr. Ich stehe da im Testament und... Das ist alles absolut wahr. Da haben wir endlich mal wieder einen Redskin. Hallo, ich bin die Gwen. Ich bin 21 Jahre alt. Ruhe! Ja, Mann! Das war süß. Ich glaube, da hatte Felix gerade Fußball geguckt und Halle hat wahrscheinlich ein Tor geschossen. Ich war mir aber nicht ganz sicher. An dem Tag haben wir dann noch einen Kochstream gemacht und zwar haben wir einmal Chili con Carne und einmal Chili sin Carne gemacht mit den Gewürzen von Ankerkraut. Wenn euch die ganzen Essenssachen im Detail nochmal interessieren, schaut mal auf dem Zweitkanal vorbei, auf dem Couch-Kanal. Da habe ich einen Kein Bock mehr auf Fett sein Special gemacht, zusammen mit Ankerkraut. Wir haben fast jeden Tag selbst was gekocht, da findet ihr die Sachen. Und da auch nochmal ganz liebe Grüße an Marc, Tobi, Kati, die mir das ganze Wochenende dabei geholfen haben. Und es ist wirklich
sehr, sehr lecker geworden. Hier seht ihr das Endergebnis. Und wir haben danach noch ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar gibt es ein Gewürz von MSI bei Ankerkraut, das heißt Dragonfire. Das haben wir da reingepackt. Was Jupp auch noch nicht scharf genug war, weil der hat ein Jahr lang fast in Mexiko gewohnt. Und Tobi, der Sack, hatte zufälligerweise noch eine Habanero dabei. Und ich meine Carolina Reaper Erdnüsse, die ihr vielleicht aus dem Office Solo Queue Match noch kennt. Und da hatten wir in den nächsten Tagen auch Spaß mit. So, wir essen gerade unser Chili con Carne, wo alle auf der LAN sagen, es ist ein bisschen scharf. Jupp, der gesagt hat, er war ein halbes Jahr in Mexiko, es ist ihm zu lasch. Ich habe von MSI das Dragonfire Pulver zusammen mit Ankerkraut hier. Da ist drin unter anderem Carolina Reaper mit, ich weiß nicht, wie viele Millionen Scoville Carolina Reaper hat. Das brennt dir alles weg. Und weil Jupp gesagt hat, ihm ist das zu lasch, wird er jetzt mal ein bisschen von dem Dragonfire in sein Chili con Carne reinmachen. Darf ich das ganz kurz? Ob er das wegstellen kann, ja klar. Okay. Jupp übertreibt direkt von weg. Du bist du bescheuert? Was denn? Ja, mach. Du holst du doch runter. Du musst aber noch mindestens 5 Minuten bleiben, ne? Also nicht direkt zum Klo rennen dann. Nee, mach ich. Jupp lebt ein Jahr in Mexiko und übertreibt es einfach komplett. Oh shit. Hast du dran gerochen, Tobi? Ja, aber am Riechen kann man da jetzt wirklich nichts sagen. Das muss ja so gut. Ja. Nichts. Nein. Nein. Ja, dann machen wir ein bisschen mehr dran. Das ist gar nichts. Jupp braucht mehr. Warte mal, ich möchte gerne Tobi seine Reaktion sehen. Er hat sich da auch was reingemacht. Ob also das irgendwie an dir liegt oder an dem Pulver. Aber es fokussiert nicht auf Tobi. Gar nichts. Geht? Nee, geht. Ist chillig. Ja, dann mach ich da auch ein bisschen dran. Gib mal her. Gib mal her. Lass mal die andere Öffnung. Nee, aber die große Öffnung. Lecker. Also es ist schon würzig. Junge! Es macht es definitiv würziger. Es ist besser, so ist es ja. Nicht. Aber es ist jetzt nicht. Aber es ist jetzt echt nicht. Das ist wie Paprikapulver, ja. Ein bisschen schärfer als Paprikapulver. Ich glaube, wir verarschen mich und ich kotze gleich richtig ab. Was? Lass dir schmecken. Also jetzt mit dem, was ich jetzt gerade reingekippt habe, ist es genau richtig. Okay. Ja, wie ihr gesehen habt, wollte Jupp noch ein bisschen mehr Schärfe. Ich hatte in der Zwischenzeit auch mal mit Tobi von Skin Baron, den kennt ihr vielleicht, Ex-Coach von Big. Der war am Donnerstag da, da haben wir das riesen Community-Opening gemacht. Da wird es auch nochmal ein extra Video zu geben. Mit dem hatte ich ausgemacht, wenn wir ein Rare Special Item ziehen, müssen wir jeder eine halbe Habanero essen. Beziehungsweise, und da war dann Jupp auch mit dabei, eine der Carolina Reaper Erdnüsse, die ich mal essen musste. Und spätestens dann hat sich auch ein Jupp geschlagen gegeben. Ich lasse euch einfach mal die Clips da. In einem Video 20 von mir essen. 20, ja. Wenn er sagt gut, dann vielleicht doch nicht. Ja, die kommen jetzt erst. Also, ich fand die Taten genau da, wie du die berührt hast. Deswegen schnell runter einfach. Oh! Aber es schmeckt auch nicht gut, ne? Nee, die schmecken scheiße. Einfach weh. Ich mag so schon gerne Nüsse. Die Nuss ist nicht das Problem, riech mal vorher dran. Aber wascht euch das. Wascht euch die Hände. Ich hab's, glaub ich, eingeatmet. Ich geh weg, ich muss weg. Ja, Jupp war dann urplötzlich verschwunden und wir hatten noch versucht, ein paar weitere Leute zu überreden, eine Nuss zu probieren, bis dann irgendwann Jupp heulend um die Ecke mit einem Glas Milch in der Hand kam. Also ich fühle sie, kennst du das, wenn so eine Pizza beißt und die ist zu heiß einfach? Ja. Genauso fühlt sich das an, finde ich. Nur, dass es länger bleibt. Das heißt einfach. Kannst du mal rumkommen, Jupp? Jupp ist gerade zurückgekommen, der hat was mitgebracht. Gib mir die Milch! Nee, aber ich fand das auch. Geht. Oh, jetzt habe ich einen am Bommel bekommen. Hier, da fällt nur 1:1. Durch. Hey, Juppi, darf ich auch einen Schluck? Lass Jupp mal durch. Jetzt mach ich da nicht ganz schön. Die Habanero war schlimmer. Ja, sag ich auch. Ja, komm, eine. Komm hier. Aber die schmecken scheiße.
Aber sogar Franzi ist danach noch an meine Nüsse gegangen und hat sich erkenntlich gezeigt für die Twitch-Partner Kuchenüberraschungsaktion und hat dann tatsächlich auch noch eine von meinen Nüssen probiert. Ich habe eine Nuss schon probiert von deiner Täuschung. Meine Zunge war danach einfach nur... Oh, das war so widerlich. Das musste an der Nuss... Donnerstag war ja dann zum einen der Dönerstag, wo wir unseren Dönergrill gemacht haben, unseren ersten Rapi-Döner, aber auch das große Community-Case-Opening von der LAN. Und da kam am Montag der Skinbaron vorbei, der Tobias Herberhold, den seht ihr gleich auch nochmal. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass Skinbaron mein Auto foliert hat. Die hatten ihren BMW i8 neu foliert und dann habe ich auf Twitter vor ein paar Monaten mal rumgepöbelt, mach doch für mich auch mal fertig. Ja, und wenn du den Baron anpöbelst, die machen das. Also wir haben unseren Vertrag verlängert vom halben Jahr ungefähr für gut anderthalb Jahre, also weiterhin absoluter Langzeitpartner für mich, Skinbaron. Und die hatten tatsächlich mein Skoda Superb foliert. Und zwar hatte ich innen drin so eine Kunstapplikation, die mich an Redline erinnert hat. Hier kann ich das mal einblenden, also Carbon und oben drüber dieser rote LED-Streifen. Dann dachte ich, erinnert mich irgendwie an Redline. Wäre doch geil, wenn man das Auto auch von außen so ein bisschen Redline macht, weil das dann nicht zu übertrieben ist. Das ist wahrscheinlich noch ganz cool und auf jeden Fall eine geile Promo-Aktion. Da ist der Skinbaron vorbeigekommen und wir haben da so einen kleinen Fotoshoot draußen gemacht. Da werdet ihr dann im Community-Case-Opening noch mal ein bisschen mehr sehen. Aber war sehr, sehr geil. Ich bin mit dem Endergebnis super zufrieden. Es ist nicht übertrieben, wie ich finde. Sogar meine Mom, die ansonsten komplett gegen Autotuning und krasse Folierung und so ist, und hat gesagt, sie findet das cool. Deswegen absoluten Daumen hoch von meiner Mom. Und zusammen mit Tobi gab es dann ein großes Community-Case-Opening. Der hatte IRL-Kisten mitgebracht, die gedruckt haben, Skinbaron, wo ihr auch Sachen gewinnen konntet. Und da sind schöne Items rausgekommen. Ich kann euch mal drei Stück davon hier gleich zeigen. Es wurde noch viel, viel mehr auf der LAN aufgemacht, aber der Deal war, für jedes gute Item, was wir ziehen, muss eine Bestrafung her. Und das war zum einen die Carolina Reaper-Nuss, eine Habanero und Tobi musste einmal auch 20 Liegestütze machen. Schick mir ein Opfer einfach, ja. Ja, Tobi! Nein. Was? Fiberglas Black Tie, sind die was? Oh! Sind die geil? Lass mich verarschen. Minimal Wear. Nein. Scheiße, jetzt muss ich die Nüsse essen. Wuhu! Oh, shit! Sick! 1000 Euro! Heilige Scheiße! 1000 Euro! Ich hab, auf ein paar habe ich ein Herz gemalt, auf ein paar habe ich das Schwein im Logo versucht drauf zu malen. Ja, Tobi! Nein, nein! Ja! Woo! Factory New! Scheiße! Factory New! Ey, der Baron hat dir so viel Glück gebracht. So viel alter Schwede! Gezogen. Also ich meinte nicht dich, ich meinte den Chili-Tobi, also, der die rumgebracht hat. Okay, also diesen für mich hier. Ja, komm, ich nehme mal den hier. Hast du, danke, hast du gut aufgeteilt, ja? Komm. Also ich hab sieben. Warum werden wir überhaupt bestraft dafür, wenn du gute Items ziehst? Ja, das muss ja, weiß ich nicht. Wir okay. Können, wenn du meinst, die sind zu lasch, können wir noch ein bisschen von. Nein, Gründen, die, ja? Sind, die reichen schon. Okay. Also ich bin mir ganz sicher, dass die gut reichen. Ja, okay. Oh ja. Oh, die sind schlimmer als die Nuss, finde ich. Ja klar sind die schlimmer, das habe ich doch gesagt. Das sind einfach Chilis. Ach nee. Wer sich da hinstellt, der hat sich verdient. Einer mit. Ja. Geil. Der Hammer. Die hatte Tobi dann noch ganz gut weggesteckt, aber dann war es irgendwann auch für Tobi vorbei. Als es dann an die Carolina Reaper Erdnuss ging, da war dann alles vorbei. Nee, aber die kommt in so fünf Stufen gefühlt. Jedes Mal, wenn man mehr schluckt, tut es mehr weh. Es geht genau meine Stimme weg. Also es tut gar nicht so weh, aber meine Stimme ist im Arsch. Ey, was ist das? Da muss man ein zweites essen. Nee. Das darf gerade. Aber dafür hast du ein geiles Schwert jetzt. Ja, ich habe schöne Messer, aber kann mich gerade nicht so drüber freuen. Aber damit ich Tobi jetzt hier nicht allein im Regen stehen lasse, spätestens ab dem Donnerstag nach den ganzen scharfen Sachen, die ich gegessen habe und den ganzen Rumgeschreie, ich habe auch den einen oder anderen sehr unangenehmen Voice Crack auf der LAN gedroppt dieses Jahr. Oh. Hm. Factory New sogar nice. Oh Gott. Oh. Die Voice Cracks sind da, das war was. Was ein wahrer Gamer. Oh. Der war was? Krank. Was willst du? Gerade einen kurzen Voice-Crack aus der Hölle gehabt. Da kommt mir meine Tochter gleich wieder hoch. Keiner Spawn. Oh. Mann, warum mache ich denn so Voice-Cracks heute? Ich bin dead. Wir könnten auch Mittel.
Von der Hand krieg ich. Nee, nee. Oh, nicht der One-Strike, scheiße. Nee, nee. Nee, nee. Scheiße. Fertige, ja, danke schön für den Prime-Sub. Oh, da kommen die Voice-Cracks wieder, eben meine Stimme ist so down. Der Donnerstag war ja dann noch der Special-Tag, weil wir unseren eigenen ersten Döner gemacht haben. Und zwar habe ich ja für die Rapid-Line, beziehungsweise wann immer wir da sind, wir sind jetzt nicht nur einmal im Jahr da, sondern zweimal im Jahr, alle 6 Monate, einen Dönerspieß geholt, einen ziemlich guten sogar, damit wir da relativ schnell für 20 bis 25 Leute Döner machen können. Und habe da sehr, sehr geiles Fleisch besorgt. Und wir haben alles selbst gemacht, bis auf die Fladenbrote, die hatten wir bestellt. Sonst Soßen, Fleisch, alles allein gemacht. Der Döner ist unheimlich gut geworden. Es hat echt Bock gemacht. Ist gut angekommen. Und da zeige ich euch jetzt noch mal ein paar Eindrücke hier. So, kurzes Update zum Rapi-Döner. Das riecht so geil. Das riecht so lecker. Da sind die beiden, die da Fleisch fertig gemacht haben. Was sagt er? Ist gut geworden? Oh ja, das sagt alles für euch. Ganze Gesicht rein. Kati hat stundenlang Salate geschnitten. Boah, deiner sieht krank aus, Kati. Du hast richtig viel Soße reingepackt. Willst du probieren? Ich packe mir gleich ein bisschen mehr Soße rein in meinen. Aber deiner sieht richtig geil aus. Oh, das Fleisch schmeckt so lecker. Wenn das so ist, nämlich noch älter. Voll gut einfach. Kati, ist noch so viel geiler als meiner. Der Feta-Käse macht das noch richtig geil. Ja, mach noch rein. Ist doch noch da. Mach rein. Pimp, meiner macht. Boah, der von Kati ist richtig krank. Ich hab ja, hast du auch Feta-Käse eingemacht? Mhm. Ja, ja. Der macht richtig was aus. Also oben halt. Ja. Drin konnte sich dann jeder so zusammenstellen, was er drin haben wollte. Also wir hatten da 4 verschiedene Soßen zur Auswahl, die auch alle echt richtig gut geworden sind. Also auch da nochmal Dank an jeden, der da mitgeholfen hat. Kati hat das fertig gemacht hier ewig lang. Marc und Tobi waren da ewig dran. Uplay hat noch den Kontaktgrill bedient und ihr seht, hier konnte jeder den Döner sich so zusammenstellen, wie er wollte. Fand ich extrem geil. Ich hoffe, das machen wir jetzt wirklich jedes halbe Jahr. Machen wir dann einen eigenen Döner. War ein voller Erfolg und war wirklich extrem lecker. So, der Döner ist fast durch. Es haben 25 Leute, ich würde im Schnitt 1,5, 1,7 Döner gegessen. Und wir haben noch gut Fleisch übrig, aber das können wir morgen noch essen. Da kannst du noch irgendwas Schönes draus machen. Aber der Grill war super. Das Teil war mega geil, das hat super schnell geklappt. Habe ich nicht bereut, dass wir es gemacht haben. Das hat Bock gemacht. Eine schöne gemeinsame Aktion. Und es war echt super lecker. Nach dem Döner war ich dann nochmal mit ein paar Leuten draußen laufen, weil ich ja auch jeden Tag meine Sporteinheit drin haben wollte, beziehungsweise meine Bewegung. Andere Leute waren einfach direkt im Foodkoma und sind sofort weggepennt. Wir sind gerade dabei, den Dönergrill wieder sauber zu machen. Hier weichen die Sachen ein. Geht aber wirklich sehr gut sauber, das Teil. Also komplett aus Edelstahl, schon nice hier. Das Fett hier an der Seite ist natürlich eingebrannt. Das wird es auf Dauer nicht loswerden, aber ansonsten wieder super clean. Den können wir dann hier einlagern. Dann haben wir jetzt alle 6 Monate hier den Dönergrill. Hier weichen wir gerade das Auffangbecken ein, den Dönerspieß. Der Spieß selbst ist auch super sauber geworden. Das ist geil. Jo, das Teil habe ich dann mit Kagi zusammen hochgeschleppt. Also, ist unhandlich, ist aber nicht schwer. Also, das können wir dann locker jedes Jahr oder alle 6 Monate dann hoch und runter tragen. Machen uns dann den Dönerspieß entweder selbst oder bestellen dann wirklich einen fertigen Spieß, weil ansonsten war das eine super schnelle Aktion. Das Teil ist so heiß geworden. Wir konnten echt am laufenden Band da Döner abfertigen. Keiner musste wirklich lange warten. Also, es ging Schlag auf Schlag. Das war schon echt eine coole Aktion. Ich hoffe, dass wir es jetzt wirklich regelmäßig machen dann. Freitag war dann ein bisschen chilliger. Da haben wir mehr oder weniger einfach nur reingezockt. Das heißt, da habe ich jetzt auch nochmal ein paar schöne Highlights für euch. Und am Abend gab es ein neues Format. Und zwar habe ich wieder eine neue Map entwickelt, zusammen mit dem Cat Food Maps. Der hatte damals meine King of the Trill Map gebaut. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ein Deal-or-No-Deal-Format sehr, sehr geil in Counter-Strike wäre. Wo Zuschauer oder in dem Fall ein Teilnehmer von der Rapid LAN CSGO-Skins gewinnen kann, beziehungsweise Skinbaron-Guthaben. Das kam, glaube ich, auch ganz geil bei euch an. Das war die erste kleine Testfolge hier. Da wird es auch nochmal ein separates Video von geben, aber da zeige ich euch gleich auch nochmal ein paar Eindrücke. Und das wird es in Zukunft dann auch mit euch online geben. Cool war auch, dass Röder, der ist ja als Special-Gast noch dazugekommen,
auf der LAN dann das erste Mal seinen ersten richtigen Face-Reveal gegeben hat. So, und wir haben einen Teilnehmer auf der LAN, der letztes Jahr schon bei einem Format mitmachen durfte. Das war ein King of the Trill, wo wir gebattelt haben. Da ging es um eine Grafikkarte, auch zur Verfügung gestellt von Hightech. Und der hat freiwillig gesagt, er möchte diesmal nicht mitmachen und den anderen den Vortritt geben. Und der hat sich bereit erklärt, hier heute die Glücksfee zu machen. Röder! Eine Negev Desert Strike für 3 Cent. Sophia, dein Offer sind 113,37 €. Was sagt ihr? Ja, Max, keine gute Laune heute. Wie gesagt, die ganzen Videos, die kommen dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall auf YouTube und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal auf ein neues, cooles Format auf Twitch freuen. Danach haben wir noch ordentlich reingedaddelt die nächsten beiden Tage und da sind auch wieder einige witzige Clips zustande gekommen. Hallo? Sorry. Jungs! Was? Mann! Nein, 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 nein! Aua! Mann, ey! Mann, ey. Oh Gott im Himmel. Also, Vorstellungsrunde. Hier haben wir, na, wir fangen mit der Dame natürlich an. Wir haben hier Smash Lunatic, frische Twitch-Partnerin. Dann haben wir Holy Sheep, dann haben wir Foxy24. Dann haben wir da, boah, Hilfe, sorry, Entschuldigung. Dicker! Da war auch nichts mehr drin. Danke, Claytech. Trash jedes Mal. Und danke, Claytech. Die Leute aus Schweiz und Österreich können nachgucken. Geht's für ein freches Play. Jupp, guck mal hier, das, da hast du wieder gute Laune. Oh, die sind erledigt, die sind erledigt. Ja, yeah. Oh, Scheiße! Mitte oben. Mal gucken, ob eine One-Way klappt gegen diese Bots. Con schon? Con. Komm. Hannes lässt sich von der Goldnova Smoke Hops nehmen. Alf Richter Ultra. Ach, geh Mitte. Junge, ihr Fotzen. Bille. Ich wollte auch ganz Coiner Pistole kaufen, ich habe einfach einen Revolver drin. Einfach nur Revolver. Knife habe ich auch nicht mehr, ich habe einfach Default Loadout. Ja, Hut ab. Hut ab zu der Entscheidung. Ah, kurz hindurch, Kevin! Durch? Ja. Nein, sind schon durch. Durch, Röder. Die sind schon auf Spot, ihr Vollidioten! Ich hab's doch gesagt, oder hab ich. Du hörst dich lüge, oder was? Röder! Ich krieg einen Headshot von meinem Mate. Ich krieg einen Headshot von wem? Ich muss gar nicht gucken, es ist Röder! Nächste Banane. H2-Banane. 5 HP, einer und einer. Also schießen die vor allem. Ey, das ist also doch alles scheiße. Wie viele Levels haben die denn da, Alter? Junge, bin ich da? Ich war kurz davor, Alter. Wir wollten uns nicht ich bin noch tilt wie dieser scheiß Habanero, weil ich weiß, heute Nacht werde ich richtig abfacken. Mann, ich bin noch drin in Steve. Was? Scheiße. Hallo? Was? Hallo? Hallo? Tschüss. Das ist nicht geil. Was? Was? Steve Rom! Steve! Mach den Weg, Tobi auf der Nische! Hey, Mann! Ja! Ja! Es könnte dumm sein, aber ich gehe für den Stomp. Ja. Ja! Der war clean! Ja, Mann! Ja, Mann! Und die Rapid LAN wäre nicht die Rapid LAN, wenn nicht wie jedes Jahr der obligatorische Supreme D-Rank dazukommen würde. Verdammt! Jetzt ist es schön. D-Rank! Ich? D-Rank! Ich hab Supreme. Dafür habe ich aber aus dem letzten Pack, aus meiner letzten Box von den Epic CSGO-Karten noch was Schönes rausgezogen. Und kein Holo, obwohl du da eine super Drop-Chance haben sollst auf eine. Warum sage ich immer Holo auf eine Signatur? Nee! Letzte Pack! Misuta! Das ist der Rookie. Letzte Pack. 8 of 25. Ah, das ist natürlich nicht die Signatur, die ich hätte haben wollen. Aber ich habe eine. Get B, get B. Der ist auf A-Side. Auf A-Side. Ihr habt doch die Bombe nicht.
Ich verstehe nicht, was ist das hier? Was ist das? Jetzt! Das ist Sophia, Felix. Oder? Ja. Samstag war dann der Abschlussabend und das ist ja mittlerweile seit 2 Jahren Tradition, dass wir dann grillen. Ich habe in diesem Jahr auch wieder richtig, richtig geiles Fleisch besorgt und Tobi, unser Grillmeister, wir nennen ihn mittlerweile den Hexer am Grill, hat da wieder Sachen gezaubert. Das war unglaublich und damit haben wir dann den Abend ausklingen lassen und ich gebe euch jetzt hier nochmal ein paar Eindrücke von unserem letzten Abend auf der diesjährigen Rapid LAN und was Tobi da auf den Grill gepackt hat. Was ist Bison? Bison, das hatten wir letztes Jahr auch schon, ne? Ja, aber nur 3 Stücke halt, weil es nicht unbedingt günstig ist. Das sieht so geil aus. Oben die Pico-Kähnchen, Porterhaus, auf das Teil bin ich gespannt. Also sowas habe ich noch nie gegessen. Und das ist auf jeden Fall Rind da drauf. Aber was ist Rind, ja. Das ist, glaube ich, irisches Schwerpott drin. Hat ja aber letztes Mal auch so nicht, oder? Das ist halt, das passiert ja bei Gas nicht halt, ne? Das ist halt der einzige Nachteil. Das kann halt sein, dass es dann halt einfach schwarz ist. So. Aber riecht auch schon sehr gut. Das macht man ja eigentlich auch nicht. Aber Herford, das habe ich schon mal gehört, hat man das nicht mal als Steak irgendwann? Das war irisches Herford, ja. Bewaffnet euch mit Tellern, es geht los. Das ist jetzt Bison, ne? Das ist Bison. Das ist fast unmöglich, ja, das ist nicht einfach. Das ist alles andere als einfach. Ich muss schauen, dass ich das so indirekt wie möglich grill. Auf Zeit. Den Abend haben wir dann schön gemeinsam hier noch am Grill ausklingen lassen. Und das sind so die Momente, die ich echt in den letzten 2 Jahren so vermisst habe. Einfach mal mit ein paar coolen Leuten so im Kreis sitzen. Ging ja jetzt alles wegen Covid, wegen Corona nicht. Die ganzen Events sind ausgefallen. Das ist dann schon immer geil, dass wir dann so einen gemeinsamen Abend haben, wo wir nicht nur daddeln. Daddeln können wir auch alle zu Hause. Aber gerade so der Dönerabend und der Grillabend war für mich geil. Einfach dann in Ruhe mit den Leuten zusammen sitzen und einfach die Zeit genießen. Das war sau nice. Danach haben wir dann noch ein bisschen gezockt, noch ein paar Internas gemacht. Das war dann aber auch schon wieder der letzte Abend von der Rapid LAN 2021. Und am nächsten Tag wurde dann nur noch abgebaut. Sonntag, jetzt kommt der große Abbau. Event. Ein paar Leute sind schon wach, bauen ab. Und wir haben gestern noch was Schönes gemacht. Und den Giveaway Hightech Rechner unterschrieben. Alle Mann. Ist auch sehr geil geworden. Sieht richtig gut aus, finde ich, mit den Stiften. Den gibt es ja noch zu gewinnen. Ihr könnt auch bis zum 10.10. die Stream Heroes Karten sammeln, um Tickets für das Giveaway zu sammeln. Und könnt dann den wunderschönen Rechner gewinnen, der echt in der 1 gelaufen ist. Customized mit den Rapid LAN Unterschriften. Und jetzt geht es daran, den ganzen Kram wieder abzubauen und einzupacken. RapidLAN 2021 ist zu Ende. Schon alle am Abbau oder schon fertig. Müde, Hannes? Ein bisschen. Ich freue mich auch aufs Bett nachher. Aber war eine super geile Woche. Kevin ist auch noch da. War wieder viel zu kurz. Will hat wieder ein paar Flaschen geäxt. Aber war auch wieder eine super geile Woche. Ich hoffe, es ist ein cooler Vlog für euch geworden. Ich mache mich jetzt auch auf den Rückweg, weil in 3 Stunden muss aus Duisburg schon wieder der Stream angehen. Ja, war wieder viel zu kurz. Also irgendwie geht die Rapidland-Woche mal super schnell rum. Von mir aus können es 7 Tage länger sein, bei den ganzen Sachen, die wir mal geplant haben. Aber war super geil, coole Sachen, erlebt sehr viel gestreamt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über Kommentar und Bewertung freuen. Vielen Dank an alle Partner, die das natürlich möglich gemacht haben. Hier Hightech, Skin Baron, Ankerkraut. Displayed Game Changer mit den 25 Stühlen hier. Vielen, vielen Dank. Checkt ihr alle sehr, sehr gerne in der Videobeschreibung ab. Ohne die ganzen Partner hätte das alles nicht so stattfinden können, wie es hier stattgefunden hat. Deswegen vielen Dank an jeden einzelnen von euch. AP Trading, die hier die Booster Box gestellt haben. Super nice. Vielen, vielen Dank an euch alle. Danke euch zu Hause fürs Zusehen. Ich hoffe, die LAN hat euch gefallen. Und denkt dran, ihr könnt noch bis zum 10.10. weiter Simios-Karten sammeln von der Rapid LAN. Und am 10.10. werden dann die Gewinner für die ganzen Preise gezogen. Unter anderem den Hightech-PC, den ihr gerade unterschrieben gesehen habt. Das geht dann raus. Und ich bin sehr gespannt, wer von euch die ganzen Sachen dann
im Endeffekt abräumen. Das sind 92 Preise, glaube ich, overall, das heißt 92 verschiedene Gewinner. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal schon im März von der Rapid Line. Later! Trying to aim, failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine Aim.